Hallo, ich bin der Freddy. Ich baue mir eine Außenküche. Das muss sein, jemand, der so gerne grillt wie ich, muss das haben. Und zwar werden wir die hier hinbauen und da gibt es drei Elemente da rein. Das eine ist, hier kommt ein neuer Gasgrill, ein Einbau-Gasgrill dann rein. Hier wird mein großes Big Green Egg, X-Large, integriert werden. Und hier in diesem Bereich kommt ein großer Wok, wahrscheinlich den Rohring Drecken. Und das Ganze werde ich jetzt im Herbst in Angriff nehmen. Da man hier sieht, dass dort hier noch unten drunter ein großer Wasserbehälter ist, muss ich also praktisch diesen Grill, diese Außenküche ein Stückchen weiter hier reinrücken, diese Steine wegnehmen, werden hier einen Fundamentstreifen machen und werden dann hier hinter entsprechend dann hier in diesem Winkel die Außenküche aufbauen. So, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht für die Außenküche. Wir haben also hier jetzt das Fundament gegossen, haben vorher die Erde hier abgetragen, haben dann das Fundament hin angebracht, und zwar indem wir erstmal 10 cm Split getragen haben und dann 20 cm Beton mit entsprechenden Eisenstangen bewehrt. Wir haben hier die Zisterne haben wir abgedeckt. Wir lassen das erst noch mal ruhen eine Zeit lang und werden dann das Fundament freilegen. Und dann werden wir mit Kalkstein, Sandsteinen hier die einzelnen Bereiche für die Außenküche dann gestalten. Ja, wie man so leicht sehen kann, ist unsere Außenküche jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten schon über die Zeit. Wir haben auf der einen Seite den Carport errichtet und haben unten schon eine Reihe von Sachen gemauert. Fangen wir mal mit dem Carport an. Wir haben uns auch entschieden, einen Carport oben drauf zu setzen, damit dann die Geräte langfristig ein bisschen vor Regen und Wind und Wetter geschützt sind. Das war schon ein bisschen seltsam, dass wir unseren Carport hier hinbestellt haben, weil üblicherweise stehen unter diesem Teil Autos. Ich habe das jetzt gedreht, normalerweise würde das Auto da reinfahren. Wir haben die Längsseite jetzt halt als unseren Eingangsbereich genommen. Das führt dazu, dass das Wasser üblicherweise von oben von rechts nach links quer abfließt. Deshalb steht der ganze Carport ein bisschen schief, weil die Stützen dort 5 Meter sind, haben wir den großen Carport nehmen müssen, der oben eine Blende von 27 cm hat. Aber ich glaube, so macht er sich eigentlich ganz gut. Außerdem haben wir das so gemacht, da unten, die Außenküche hat ja einen Winkel von 20 Grad, also nicht 90 Grad, sondern 20 Grad nach außen versetzt. Und diesen Winkel haben wir auch in den Carport oben übertragen, sodass dieses Teil dem Winkel unten entspricht. So, bevor wir auf weitere Details eingehen, möchte ich erstmal kurz sagen, was hier überhaupt reinkommt in diesen Außengrill. Also zum einen kommt hier ein großer Gasgrill rein von Fire Magic, den Aurora 660. Ein großes Teil wiegt um die 90 Kilo rum. Der kommt hier rein. In diese Öffnung hier kommt das große Big Green Egg, das ich habe, wird hier reingesetzt. Und da hinten in der Ecke mit niedriger Ebene kommt ein Wok-Grill rein, der Roaring Dragon, und den werden wir dort praktisch dann einsetzen. So, die Küche selber, die habe ich aufgemauert mit Porotonstein. Das sind solche Steine hier, die wiegen so um die 11 Kilo, setzen wir wieder ab, ist sonst zu schwer. Diese Steine sind 50 cm mal 25 mal 11 dick, 11,5 dick. Und mit diesen Steinen habe ich letztendlich die einzelnen Einheiten hier und die einzelnen Bereiche hier zusammengemauert. Unten erstmal angefangen mit einer Teerpappe als Absperrung gegen Feuchtigkeit von unten. Und dann die erste Reihe ganz einfach gemauert mit normalem Speis, um letztendlich ein gleichmäßiges Niveau über die ganze Länge zu bekommen. Und dann habe ich die weiteren Schichten, das sind hier vorne drei, das sind so 75 cm. Und dann hinten die vierte Reihe nochmal dazu, sind dann rund 1 Meter, mit dünnem Brettmörtel gefügt. Und das reicht für diese Arbeit grundsätzlich wunderbar. So, wie man hier sieht, habe ich hier neben den drei Schichten von den Porotonsteinen hier oben Stürze quergelegt gehabt mit 7 cm, sodass insgesamt dann die Arbeitshöhe, wenn man noch eine 4 cm Arbeitsplatte aus Granit dazu rechnet, so von 85, 86 cm entsteht, und hier unten komme ich auch nicht ganz auf den Boden, sodass wir etwa eine Arbeitshöhe dann von 90 cm über die gesamte Fläche haben. Außerdem helfen diese Teile hier natürlich, die Gesamtstruktur auch noch weiter zu befestigen. Ansonsten habe ich auch hier unten das nochmal so vorgesehen und vorbereitet, dass hier genau in diesen Ausschnitt die entsprechenden Türen, die ich auch von Fire Magic gekauft habe, dort genau reinpassen. Gehen wir mal hier auf den längeren Flügel. Hier in dieses große Fach wird das Big Green Egg reinkommen. Ich habe das XL, das wiegt rund 90 Kilo.
das kurze Füße passt und dann wird es hier praktisch auf eine auch dicke 4 cm Platte dann draufgesetzt, sodass es dann hier in diesem Bereich sich bewegt und hier unten wird noch ein weiteres Fach reinkommen, wo man auch entsprechende Utensilien dafür reinlegen kann. Ansonsten habe ich hier nochmal ebenfalls eine Tür vorgesehen gehabt für entsprechendes, als Lagerbereich für entsprechende andere Sachen. So, wenn wir weiter vor nach links gehen, habe ich hier ein Fach vorgesehen für zwei Schubladen, auch von Fire Magic. Und im weiteren Bereich findet sich hier wieder eine Gasflasche, wie auch die erst gezeigte schon. Und hier in dem ganz linken Teil, dort haben wir die Arbeitsplattenhöhe reduziert. Das heißt, hier kommt eine Platte drauf in dieser Höhe, im Gegensatz zu der normalen Höhe. Die ist deutlich reduziert. Warum? Weil hier ein Wok rein soll, der Rohrring drecken. Und ein Wokgerät wird halt in niedrigerer Höhe bedient und soll bedient werden, wie die anderen Dinge. Deswegen habe ich hier nochmal eine Höhe entsprechend gewechselt. Ja, wie man leicht sieht, sind wir in der letzten Zeit gut vorangekommen. Das sieht ja schon fast so aus, als wäre es fast fertig. Wir haben mittlerweile den ganzen Bereich hier gestrichen. Wir haben überall auch die Platten schon reingelegt. Wir gucken uns das jetzt gleich mal ein bisschen im Detail an. So, auf der einen Seite haben wir hier Granitplatten installiert über die gesamte Länge. Ich habe mich für eine Dicke von 3 cm entschieden, die auch auf beiden Seiten hier so ca. 1,5 cm übersteht. Und haben hinten zum Abschluss, weil es ja doch nun spritzt, immer mal wieder eine 2 cm dicke Abschlussplatte auch aus Granit. Haben hier in jedem Bereich auch Elektroanschlüsse installiert. So, dann gehen wir gleich mal weiter hier zu dem großen Gasgrill, den Aurora A660. Den habe ich gestern hier installiert und noch nicht benutzt, aber vorbereitet zumindest. Das ist ein Riesenteil. Ich kann nur sagen, Fire Magic mit diesem Produkt, das ist wirklich einzigartig von der Qualität her. Das ist wirklich einfach nur ein technischer Genuss. Aber wie gesagt, probieren müssen wir später noch. Er passt jetzt hier gut rein, hat auch hier einen sauberen Abschluss auf der jeweiligen Granitplatte rundherum. Das werde ich hier noch ein bisschen abspritzen und dann ist das Ding eigentlich hier super. So, das nächste Teil, das ein bisschen aufwendiger zu installieren war, ist das Big Green Egg. Das wiegt immerhin so, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, 90 Kilo. Wir haben hier in den Platten jeweils eine entsprechende Aussparung gelassen, sodass hier 2-3 cm Luft sind, damit der Hitzeübergang auf die Keramik, auf die entsprechende Granitplatte nicht zu groß ist. Wir haben hier unten drunter auch eine 3 cm Platte, auf der dieses Gewicht ruht. Ich habe hier die kurzen Füße mir besorgt für das Big Green Egg, damit es auch geometrisch passt. Der Steinmetz hat gesagt, dass bei 3 cm doch ein bestimmtes Risiko besteht, dass das vielleicht nicht ausreichend ist. Wir haben deshalb hier einen kleinen Bock installiert mit zwei querlaufenden Vierkant-Edelstahl-Teilen, auf der diese Granitplatte liegt und dann darauf das Big Green Egg. Ansonsten haben wir hier unten nochmal ein Ablagefach gemacht aus 2 cm Granit, sodass man bestimmte Dinge, die man hier nicht braucht, einfach hier unten reinlegen kann. So, die Installation und der Einbau des Rohrring-Dreggen ist nicht ganz trivial, weil das hier ist nur ein Abdeckgussteil. Der eigentliche Rohrring-Dreggen ist eine topförmige, ein topförmiges gusseisernes Teil, das nicht hier abgelegt ist, sondern unten auf dieser anderen Platte im Abstand von rund 15 cm steht. Das bedeutet, dass wir hier oben eine entsprechende Aussparung vorgesehen haben und der Rohrring-Dreggen steht, den werde ich noch mal ein bisschen fixieren, hat hier einen leichten Überstand von rund 4 bis 5 mm, sodass man dann dieses Abschlussgussteil einfach so draufgeben kann und das fixiert sich dann mit diesem topfartigen Teil. Wichtig ist aber, es muss an der Unterseite stehend befestigt werden, sonst funktioniert es nicht. So, ansonsten haben wir hier die Gaseinheit für den Rohrring-Dreggen. Hier unten kommt dann der Gasschlauch, der wird dann hier rüber geführt und hier durch ein Loch, sodass wir hier auf der Nebenseite dann einen Zugang zur Gasflasche haben. Bei der Positionierung des Rohrring-Dreggen muss man einfach aufpassen, dass wir hier diese Einheit nicht zu weit rausziehen und der Rohrring-Dreggen zu weit nach vorne ist, sonst würde das zu weit im Weg stehen. Ich glaube, ich habe hier ein ganz gutes Maß gefunden, da kann man sich auch ein bisschen orientieren.
an den Geräten, die Rohring Drecken selber anbietet, an diesen Tischen, da kann man auch das Maß grob abgreifen. Das habe ich gemacht und ich glaube, das passt einigermaßen. So, als nächstes steht jetzt an, die entsprechenden Türeinheiten und Schubladeneinheiten jetzt hier zu fixieren. Ich habe die ebenfalls von Fire Magic erworben. Die Produkte sind einfach wirklich von der Qualität und von der Anmutung her sehr, sehr gut. Was schön ist, ist, dass es hier so einen entsprechenden Rahmen hat, der hier die Aussparung sauber überdeckt, sodass das eine ganz saubere Geschichte werden wird. Die Türen selber sind, wie man hier sieht, aus doppeltem Material gefertigt. Das gibt eine Menge an super Qualität. Hier kleine Magnethalterungen, damit die Tür sauber schließt. Ansonsten werden diese Türen hier über diesen Rahmen eingesetzt und einfach dann mit ein paar Schrauben fixiert. Hier ist nochmal eine Tür, eine Doppeltüreinheit, die ich jetzt hier unter den Gasgrill machen will. Das ist das gleiche Prinzip. Auch hier hat es zwei Türen, die auf entsprechende gleiche Weise gemacht sind. Also das passt alles prima. Dann warten wir mal ab, wie das funktioniert. Wir sind fertig, die Outdoor-Küche. So sieht sie jetzt aus. Passt sich, wie wir meinen, ganz gut und schön hier unser Grundstück ein. Farben hellgrau gehalten bis dunkelgrau. Carportfarbe passt zu der Farbe von dem Split, aus dem wir den Boden gemacht haben. Wir haben Split gewählt, weil wenn es Fettspritzer gibt und so, dann kann man das entsprechend schnell wieder entsprechend umflügen. Nicht über Stein, dann kriegt man das lieber raus. Auch hinten sind große Gabbro-Steine, die in Fortführung dieser schrägen Wand dort, glaube ich, auch ganz gut hingehören. Ja, vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail, dann gehen wir einfach durch die Küche nochmal durch. Fangen wir mal hier links in der Ecke an. Hier der Wok, der praktisch von der Arbeitshöhe her ein Stückchen tiefer ist als die restliche Arbeitsfläche, etwa so 12 cm. Wir haben die gesamten Granitflächen jetzt hier schön praktisch zusammengestellt und schön verfugt, sodass das eine gute Einheit ist, wie wir finden. Der Wok ist ein bisschen weit rechts, sodass dieser Granit, wenn der richtig schön am Brüllen ist, dann doch hier relativ warm wird. Aber das passt eigentlich ganz gut, trotz allem noch, und so lassen wir das jetzt auch. So, ansonsten sieht man hier die Gabbro-Steine, die wir hier in Fortführung dieser Wand auch hier fortgeführt haben. Das Problem ist einfach, dass wenn es hier sehr stark regnet, dann doch hier die Spritze deutlich auch hier auf diese Küche kommen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal Steine hingebracht und das muss noch zuwachsen. Und dann ist die Küche dann auch, wenn es mal richtig schön stürmt, trotzdem noch einigermaßen gut sauber. Ja, direkt neben dem Wok ist hier die Einheit mit der Gasflasche. Wir haben mittlerweile all die Türen und diese Elemente hier integriert. Wir haben auch die entsprechenden Wände hier und Flächen schön verputzt und nochmal neu gestrichen. Wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man da auf der einen Seite die Gasflasche. Ich habe hier unten nochmal eine Holzebene eingezogen, damit die Gasflasche ebenerdig hier aus, raus und eingebracht werden kann mit der entsprechenden Durchführung hier. Also das passt eigentlich sehr gut zusammen. Ja, neben der Gasflasche ist hier eine Einheit mit zwei Schubladen, die ich hier vorgesehen habe. Auch super selbstschließende Schubladen, wo hier Grillbesteck und all solche Dinge hier gelagert werden und eingelagert werden können. Das ist dann diese Einheit und dann kommen wir auch schon zum Big Green Egg. So, nochmal ein Blick auf das Big Green Egg, das haben wir ja schon mal kurz gezeigt. Das ist jetzt hier alles finalisiert. Ich habe hier hinten nochmal eine Aussparung machen müssen. Vielleicht kann man das auch so mit der Videokamera sehen, weil das Big Green Egg doch hier mit dem Kippmechanismus doch relativ viel Platz braucht. Und da muss man sehr sorgfältig dran denken, wenn man das macht, dass man da nicht zum Schluss hier eine Kollision erhält. Das passt aber jetzt eigentlich super gut zusammen. Und das ganze Big Green Egg habe ich extra so tief integriert, damit es hier vorne nicht zu weit rausguckt. Also grob sind es 10 cm, dass das Big Green Egg über diese Kante hier hinaus nach vorne ragt. Einen kurzen Blick hier in den Eckbereich. Wir haben hier diese zwei Platten so direkt mittig zusammenlaufen lassen. Hier ist nochmal eine Tür für ein weiteres Ablagefach. Hier werde ich die Holzkohle rein tun im Wesentlichen. Hier ist ein offenes Fach für Grill, Roste und sonstige Dinge. Und dann kommen wir hier schon zu dem großen Gasgrill. Da haben wir mittlerweile auch die Tür hier unten drunter angebracht, sodass dann auch eine ganze Reihe von Dingen, die man immer mal wieder braucht, für den Gasgrill auch dort untergebracht werden kann. Und rechts ist jetzt auch die
Tür drin für die Gasflasche für den Gasgrill. Ja, das war's. Die Outdoor-Küche ist fertig. Sie ist so geworden, wie wir es haben wollten. Ich habe die meiste Arbeit selber gemacht, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch das Mauern gelernt und vieles andere, was man hierzu benötigt, um das zu machen. Hat mich viel Monate Zeit gekostet. Ich habe aber nicht im Stück gearbeitet. Man kann es mit Sicherheit auch viel schneller machen, als ich es getan habe. Aber ich bin stolz drauf. Ich freue mich, dass so geworden ist, wie ich das gerne haben wollte. Es sind bestimmte Sachen, nämlich beispielsweise ein Kühlschrank oder ein Waschbecken oder solche Dinge, sind nicht drin. Das brauchen wir nicht, weil wir die Küche in dem Haus direkt hier nebenan haben. Andere, bei denen ist die Outdoor-Küche vielleicht ein bisschen weiter im Garten, dort ist es sinnhaft, solche Dinge mit zu integrieren. Es ist genauso geworden, wie wir es haben wollten. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn ich eines dieser drei Geräte vielleicht mal benutze und wir vielleicht wieder mal uns dann wieder mal in einem Video sehen, wo das eine oder das andere Essen auf einem dieser drei Geräte entsteht. Ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Nachmachen und bis dann. Tschüss.